Liane, herzlichen Glückwunsch zum Meistertitel. Was ist schöner, Titel gewinnen oder Titel verteidigen? Oh, gute Frage, aber es war genauso schön wie letztes Jahr den Titel zu holen, den zu verteidigen. Es war ja, das gleiche Gefühl, würde ich sagen. Es war ein spezielles Rennen heute. Erzähl mal, die entscheidende Situation war die, wo die Lücke aufgeht nach der Abfahrt und du danach alleine warst. Kannst du die Situation ein bisschen beschreiben? Ja, genau. Es war eigentlich am Berg davor bei der Bergwertung schon ein richtig hartes Tempo und ich finde, das Level war sehr hoch. Es war ein sehr hartes Rennen davor schon und ja, ich habe eine Lücke in der Abfahrt aufbekommen und es war nicht mein Plan, wegzufahren, aber ich habe halt zurückgeschaut und gesehen, okay, ich habe die Lücke und ich wollte wirklich Solo gewinnen hier. Das war mein großes Ziel und dann dachte ich, ich versuche es jetzt auch, wenn es nicht klappt. Es ist jetzt einfach alles oder nichts und es hat geklappt am Ende. Warst du vorm Rennen sehr aufgeregt heute? Deine Mama hat Geburtstag und viele Leute waren heute hier und du warst die große Favoritin fürs Rennen. Ja, da war auf jeden Fall sehr viel Druck. Also ich bin sehr froh, aber auch einfach erleichtert, um den Titel so zu verteidigen, um auch was zurückzugeben zu meiner Familie. Und die haben mich so angefeuert, die Straße bemalt, das ist so viel Arbeit. Und ja, deswegen, da war Druck da, aber ja, ich kann damit umgehen. Der Kurs war sehr schwer mit vielem Auf und Ab. Eigentlich, wenn du einen Kurs bauen müsstest, genau nach deinem Geschmack? Ja, genau, aber ich würde dann das Ziel schon am Berg oben machen, weil die letzten 5 Kilometer, oh, es war schon zäh mit dem Gegenwind. Aber ja, es würde mir schon so gefallen, wenn ich mir einen Kurs selber zusammenbauen kann, würde ich sagen, war ganz gut. Wie viel Selbstvertrauen nimmst du jetzt mit aus dem Tag heute für die nächsten Rennen, die anstehen? Ja, ich merke auf jeden Fall, ich komme aus der Höhe. Ich habe jetzt Tour de Suisse ausgelassen, um für den Giro topfit zu sein und auch für die Tour. Und ich glaube, ja, dass ich so lange Sachen jetzt machen kann, ist halt echt gut auch für die Berge, die jetzt kommen. Ich habe mich mehr auf die Berge fokussiert und ja, ich hoffe, dass ich da ein paar gute Ergebnisse rausfahren kann. Danke. Danke.